Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir waren hier stehen geblieben, als wir uns um die Baracken kümmern wollten. Dass ich die Dach bekommen und so. Nee, Quatsch, die war ja schon fertig. Ne? Ja. Haben wir soweit fertig. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier als nächstes machen wollte. Wollte ich überhaupt was als nächstes machen? Oh, du bist niedlich. Ah, oh, so niedlich. Ja, ich glaube, ich wollte noch mal ein bisschen erkundigen. Also erkunden. Ja, ich glaube, dann baue ich mir gleich mal einen Kompass und dann ziehe ich mal ein bisschen los. Hm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ein Kompass geht. Eine Höhentour haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Wir brauchen eigentlich auch gerade gar keine Ressourcen mehr. Ja. Würde ich mich einfach mal ein bisschen... Oder ich wollte den Rapunzelturm anfangen. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Ziegelsteine, also Steinziegel. Ich glaube, ein paar von diesen moosbewachsenen Dingern hatte ich ja auch noch. Ja, müsste ich noch gehabt haben. War das hier bei... Ah, bemooster Bruchstein. Sehr, sehr cool. Den nehme ich dann mal natürlich mit. Und Glowstone brauche ich, glaube ich, in diesem Fall nichts. Na, dann gucke ich für nächstes Mal nochmal nach, wie man... Dingens baut. Huch. Also ein Kompass. Kompass heißt das Ding. Kompass. See. Dann will ich hier nochmal ganz kurz Kleinigkeit da reinschmeißen. So. Uns geht nämlich langsam das Eisen aus. Natürlich. Ich habe nur noch marginale Massen davon. 24, das ist im Grunde genommen nichts. Im Grunde genommen gar nichts. Das ist unfassbar wenig. Und ich wollte noch mein... Die ganzen Reste wollte ich noch reinschmeißen. Und ich habe so ein gutes Gedächtnis. So gut. So gut. Okay, ich habe hier noch... dort. Tierisches. Holz brauche ich wahrscheinlich auch tatsächlich einiges. Ein Eisengitter kann ich hervorragend gebrauchen. Soweit ich das erkenne. Ich will gerade nochmal hier die beiden Dingers verwursteln. Ich glaube, bei der Axt lohnt sich das gerade. Die ist dann fast wieder voll. Sehr gut. Ja, zwei Türen kann ich gut gebrauchen. Die kann ich gebrauchen. Fenster kann ich gebrauchen. Kann ich alles gebrauchen. Alter. Ich habe viel zu viel Zeug dabei und kann alles gut gebrauchen. Das ist ein Problem. Ich guck mal. Hätte noch 32 Fichtenhölzer. Fichtenholz wäre natürlich auch geil zum Bauen. Das ist so ein uralter Turm, ne? Ich glaube, ich tausche das mal gerade aus. Ich weiß ja, wo ich es finden kann. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Minimal. Jetzt brauche ich nur noch einen Haufen Steine. So. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber... Ist egal. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Fichtenholz holen. Und dann sind wir ready to go für ja, den Rapunzelturm. Ich nenne einfach mal Rapunzelturm, weil das einfach so davon inspiriert sein wird. Denke ich mal, das ganze Teil. Bin mal gespannt, ob das auch noch so einen mystischen Eingang bekommt.
Also jetzt anders im Film, weil da gab es ja keinen mystischen Eingang, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie so hinter Wald und hast nicht gesehen versteckt. Das wäre cool. So, wie viel haben wir denn? 44, ne? Ich mach mal die ganze Reihe ab. Das sollte durchaus mal für eine Weile reichen. Ah, es ging gut. So. Okay. Ach, klar. Gut. Ja, ist natürlich gerade mal wieder überhaupt nicht spannend. Aber es muss man durch, ist Minecraft. Farming ist da ein natürlicher Prozess. So, der Stack ist auf jeden Fall voll. Sehe ich da dran, wie viel Zeug da schon wieder in einem gesonderten Slot liegt, sage ich mal so. Okay. Oh, da war ein Setzling. Da war ein Setzling. Habe ich genau gesehen. Die brauchen wir wieder. Okay. Wunderbar. So. Da haben wir noch einen zweiten im Inventar. Das ist natürlich ein bisschen mau. Da kommt schon der nächste. Sehr gut. Da sind noch... Ah, da sind noch genug. 1, 2, 3, 4. Hervorragend. Ich will dann auch nicht so viele aufsammeln. Sonst dungern nur wieder im Inventar rum. Und ich glaube, die zweite Reihe hatte ich ja fertig besetzt. Ja. Ja, hatte ich. Wunderbar. Okay. Okay. Ich reite mal die Allee entlang. Och, der Baum ist furchtbar. Deshalb wollte ich eigentlich nie diese niedrigen Bäume haben. Ich glaube, ihr seht warum. Ich glaube, ihr könnt das verstehen. Ja. Nee, ist nicht schön. Noch Kaffee. Es ist einfach schön, am Morgen irgendwie ein heißes Getränk zu haben und wenn es ein Tee ist oder ein Kaffee, je nach Geschmack. Es gibt ja auch einige, die das einfach nicht mögen, Kaffee trinken. Aber ich ohne Kaffee, das ist einfach... Nee, das geht nicht. Aber da bin ich ja mal wieder fleißig hier, ne? Ein Projekt nach dem nächsten abgeschlossen. So wie das bei Minecraft eigentlich sein müsste. So, ich muss mir einen Weg nach oben schaffen. Ich habe keine Ahnung wie. Das Ding ist auch relativ hoch. Erstmal was essen. Ich glaube, ich erschaffe mir oben auch erstmal eine Basis. Bevor ich hier großartig weitermache. Na komm. Huch. Oh. Erschaffe Wolf. Boah, hätten wir jetzt ein paar Knochen dabei. Oh, jetzt. Inventar. Nö, ach. Inventar. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Es sei denn natürlich, ich krieg jetzt irgendwie Hunger. Dazu müsste ich ein bisschen rumrennen und springen und... Tut mir leid, Kuh. Oder ich nehme das Ding einfach als Basis. So, Leder ist immer gut. Leder hat man eigentlich selten genug. Vor allem jetzt mit den neuen Buchrezepten, wo man halt noch ein Leder für braucht. Ist ein bisschen nervig. Ah. Das kann ich mit Schneebällen werfen. Das ist voll gut. Gucken.
Oh, das hat getroffen. Oh. Aber so weit reichen die leider nicht. Alter, hier ist hoch. Hier ist ziemlich hoch. Ich habe natürlich meinen Wassereimer in leer dabei. Das ist ein Problem. Da, dich treffe ich doch. Ha! Ja, die Dinger tun nicht weh. Keine Sorge. Das Schaf darf leben. Scharf? Ja, das Scharf. Jetzt hat jemand hier einen Messerschärfer gepackt. Jetzt ist es ein Scharf. Da will ich nicht reinspringen, nee. Warte mal, ich hab doch hier alles. Ich mach mir irgendwo eine Operationsbasis. Für meinen Turm. So. Yes, ich habe meine erste Werkbank gebaut. Was zum Teufelspiel? Echt? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber irgendwie will der meine Erfolge nicht speichern. Was mir relativ egal ist, da ich Erfolge sowieso relativ nutzlos finde, wenn man keine Belohnung dafür kriegt. Ah, naja. Was will man machen, ne? Was will man machen? So. Ja, die Operationsbasis. Da mache ich mir erstmal hier noch eine kleine Kiste. So, da kann ich erstmal ein bisschen Stuff reinlegen. Den ich erstmal nicht brauchen werde. Okay. Dann kann ich mir noch mal eine Schaufel bauen. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hier mache. Ich improvisiere eigentlich immer meine Bauten, ne? Also wirklich einen Plan im Kopf habe ich nie. Ich werde mir auf jeden Fall eine Basis erschaffen. Also, ne? Erstmal so eine kleine Wohneinheit am Boden. Ich werde auch dementsprechend mal ein bisschen das Plateau erweitern können. Denke ich mal. Ah, und meine Katzen scharren im Hintergrund wieder an allem Möglichen rum, einfach weil es da steht. Ich weiß nicht, die haben da irgendwie so einen Putzfimmel. Keine Ahnung. Naja, müssen die wissen. Gucken, kann ich wieder von hier oben ein paar Schäfchen abwerfen? Duse da. Boink. Okay. Ich glaube, noch eine Ebene will ich trotzdem rausballern. Ach ja. Schaffe Wolf, damit kann ich mir wirklich einen Hund herbeizaubern. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. So. Den Apfel lasse ich mir auch mal da. Oh, okay. Okay, eine Ebene will ich noch runterballern. Ich glaube, danach ist auch okay. So, ich glaube, ich mache mir so eine halbrunde Basis. Also rund, aber nicht richtig. Das heißt eigentlich quadratisch mit runden Ecken. Oder quadratisch plus Halbkreis. Ich glaube, hier ist der Sockel am dicksten, das Plateau. Okay. Okay, so langsam habe ich einen Plan. So ganz langsam.
Ich glaube, das wird tatsächlich ganz cool. Bin selber gespannt. Tatsächlich. Ja. Ich mach erstmal einen Rahmen drum und dann baue ich den vielleicht ein bisschen hoch und dann gucke ich mal, wie ich weitermache. Okay, das soll mir doch erstmal reichen. Alles klar. Ich glaube, Eisen habe ich auch noch genug dabei. Könnte knapp werden, muss aber nicht. Okay. Dann fange ich mal an. Mit einem Steinkranz. Zwar will ich, glaube ich, hier anfangen. Das ist ganz okay. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich hätte das gerne ungerade. 13, zack, zack, zack. Okay. Planung. 1, 2, 3. Nee. Ach, was tue ich denn da? Es geht ja direkt eins nach innen von hier. 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich das hier wieder. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins. Eieieiei. Ich glaube, da komme ich recht nah an die Kante ran. 1, 2 und dann den Rest hier. Hatte ich mir anders vorgestellt, aber ist, glaube ich, ganz okay. Es geht sogar mit der Kante. Hätte ich eigentlich sogar noch zwei Felder nach außen gekonnt. Ich glaube tatsächlich, dass es noch was breiter sein könnte. Auf der Seite nicht, nee. Der Seite eigentlich auch nicht, nee. 1, 2. Ach, was mache ich denn für einen Unfug? Ah, okay. Ich sehe gerade meinen Fehler. Ich hätte natürlich vorher abzählen müssen. Das ist schon mal der eine Punkt. Und wie gesagt, ich könnte noch zwei raus. Oder drei tatsächlich. Ja. Mach ich. Drei. Okay. 2. 1, 1, 2, 3. 3. Ja, da haben wir es doch. Okay. Drei. Okay, da haben wir den Grundriss. Das ist jetzt richtig. Das wird ganz schön groß. Glaube ich. 1, 2, 3. Da mache ich dann nachher noch irgendwie ein bisschen Unterzug drunter. Ich glaube, das wird großartig.
gucken. Ja, das ist eigentlich hier genau die richtige Länge. Sieht gut aus. So. Dann will ich das eigentlich so machen. Hier. Yeah. Drei. Also zwei gesprungen. So, oder ist das schon zu viel? 2, 3, 4, 5, 6 hätte ich das gern, glaube ich. Ja, ist okay. Kommt das hier einfach wieder weg? Ja, das kann man, glaube ich, so lassen. Okay. Dann haben wir das hier. Gucken. Da auf jeden Fall. Zack, zack. Ja. So wird's gemacht. Welches ist die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist die Mitte. Ah, das wird großartig, Leute. Das wird richtig, richtig cool. Dann hat man hier so ein... Ja, ich glaube, hier mache ich so einen kleinen Garten hin. Total knuffig. Das wird großartig. Ich wollte eigentlich drauf schlafen. Nicht drauf bauen. Du kannst mal da runter. Kann ich dich da gerade mal drauf basteln? Basteln? Du alter Bastel. Nein. Ich will da eigentlich gerade gar nicht runterspringen. Alter, irgendwie macht es mir Angst, jetzt zu schlafen. Finde ich recht unangenehm. Oh ne, mein Kaffee wird schon kalt. Ja, kalter Kaffee. Er ist nur noch halb so geil. Das ist echt ein Problem. So, dann machen wir erstmal hier diesen Fehlbau weg. Mal schauen. So. Wir hatten ja noch einiges an, hier diesem Stein. Steinziegel. Wir haben bemoosten Bruchstein. Der sieht natürlich komplett anders aus als der richtige Bruchstein. Das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Kann ich den irgendwie zusammenbauen? Nee, das ging so nicht. Dann lasse ich das, glaube ich, erstmal mit dem Zeug hier gut sein. Aber hier tatsächlich so eine zweite Zeile draufsetzen ist eine ganz geile Sache. Ich frage mich noch, was für eine Funktion hier unten in diese Räumlichkeit kommt. Bin ich mir tatsächlich noch absolut unschlüssig? Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Folge geht ja auch nicht mal allzu lange. Dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich denke mal, oben werden auf jeden Fall die Schlafgemächer drauf kommen. Ich muss mal gucken mit den Fenstern. Ich glaube, das mache ich tatsächlich so. Ach Gott. Nicht runtergucken. Nicht runtergucken. Alles wird gut. 1, 2, 3, 4. So mache ich das. Nein, alles gut. So mache ich es. Kommt hier, glaube ich, noch ein Fenster hin. Steine brauche ich neue. Das ist okay. Ja, kann man anbieten. So. Mal ein Stück Erde.
das wird echt noch ein Problem für mich, mit meiner Höhenangst hier zu bauen. Ah, schön. Oh, ich höre mich jetzt schon wieder fluchen. So, dann hatte ich hier... Da stimmt irgendwas nicht. 1, 2, 3... Klar. Klar, klar, klar. Ja, hier ist es. Okay. Okay. Da habe ich ein bisschen Unfug gebaut. Okay, schade, schade, schade. Dann kommst du wieder weg. Okay. Und dann hatte ich hier, glaube ich, 2. Muss aber nicht sein. Mach da 1 draus. Okay. Ganz an den Rand stellen, dann kann ich eine 1er Breite überspringen. Das ist sehr gut zu wissen. Das ist sehr angenehm. Sag ich mal. Wenn man in Höhenangst leidet, zu wissen, dass man diesen Sprung genau schafft, das hilft ein bisschen. Und ich habe viel zu wenig Stein dabei. Oh, das ist ja kein Problem. Dann hätte ich die Abstiege wahrscheinlich erstmal hier mit Erde machen müssen. So, und ich glaube, hier kommt dann erstmal der Rahmen drum. Den habe ich aus einer Rahmenhandlung. Hahaha. Ich glaube, den habe ich auch schon mal gebracht. Der war letztes Mal auch nicht lustiger. Naja, gut, vielleicht beim ersten Mal bringen doch. Ah, das ist eine gute Höhe. Okay. Das ist super. Ich ja schon mal planen, wo tatsächlich der Abstieg hinkommt. So, hier nämlich. Ah, da habe ich hier noch ein paar Fichtenholzer. Kommt dann einfach drum. Weiß ich hier ungefähr. Aha, der Abstieg hin. Was habe ich denn noch an... Stufen. Das wird niemals reichen. Ne. Da mache ich mal noch einen ganzen Batzen. Moment. Hälfte und dann triff. 58. Das könnte hinhauen. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie tief ich muss übrigens. Und ich sollte mir definitiv noch ein paar Werkzeuge bauen. Na, ist glaube ich ganz gut. Wo ich gerade sehe, was für einen Zustand hier meine beiden Gerätschaften haben. Ja, ist nicht so cool. So. So mache ich's. Okay. Habe ich natürlich mal wieder einen Erfolg für bekommen, warum auch immer. Frage ist jetzt natürlich, wie genau ich das anstelle. Da muss ja immer... Oh Gott. Haut das so hin? Weiß ich gar nicht. Wenn ich hier noch einen mache... Und da der nächste ist hin. Das geht aber, ne? Das geht.
Durchaus. Tatsächlich, okay. Dann mache ich das in der Tat so. Kriege ich auch noch ein paar Steine zurück, das ist gut. Okay. Das war es erstmal mit der Folge. Ich gucke aber da Dings nochmal. Au. Das war dumm. Schön. Ich mache hier nochmal ein bisschen Bruchstein dran. Ja, doch, das geht. Das geht durchaus. Ja, hier auf der Höhe des Fensters. Ich mache mir hier erstmal so eine Art Markierung. Ah, ja, ungefähr da. Mache ich mir erstmal hier so einen kleinen Schacht rein. Den kann ich nachher auch nochmal ausbessern. Ich glaube, das reicht. Ja, bin ich komplett durch. Das reicht auf jeden Fall. Okay, Leute. Dann esse ich mal gerade meinen Apfel. Der ist nämlich gesund und lecker. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Rapunzel, Rapunzel, lass deinen Dreck herunter. Nein. Ach, soll es nicht heißen. Das klingt ja widerlich. Eine Sekunde. Ja. Wenn es das nächste Mal heißt, Rapunzel, Rapunzel, lass dein goldenes Haar herunter, natürlich. Kümmere ich mich weiter um den Gang nach unten. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Seid ihr gespannt auf das Projekt, so wie ich? Oder sagt ihr, oh, wieder ein Bauprojekt? Dieser kaputte hier, immer nur am Bauen. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben oder auch lassen. Ist mir egal. Ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal über Kommentare. So ist das ja nicht. Dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss!